Dann eben nicht. Ich habe gerade versucht, ob ich irgendwie den Chroma Key ausblenden kann. Chroma Key, vergesst das. Das war jetzt das Programm. Ob ich den Greenscreen ausblenden kann mit Chroma Key von Ding, weil ich kann die Einstellungen über meine Playclaw auch ändern, während ich am Streamen bin, weil dann ändert er direkt die Kameraeinstellungen. Influencer ist immer geil. Aber das funktioniert leider nicht. Nico, dankeschön. Ja, der Frühstücksstream ist ausgefallen, weil ich Zelda aufgenommen habe. Ich habe 4-5 Folgen Zelda aufgenommen, 4-5 Folgen Borderlands aufgenommen und habe jetzt gerade ein bisschen was gegessen und bin jetzt dann, muss dann jetzt nach dem Stream die ganzen Videos noch bearbeiten und alles. Der ist leider ausgefallen, es tut mir leid. Auch ich habe gestern Abend noch den Stream nochmal geschafft. Ich habe jetzt gestern gar nicht gestreamt. Habe ich vorgestern gestreamt, das weiß ich jetzt gerade gar nicht auswendig.
Der letzte Stream war am 26. Was, am 26.? Okay, dann ist er gestern und vorgestern ausgefallen. Ja, entschuldigt, Leute. Momentan habe ich viel Stress, auch im Privatleben sehr viel, und deswegen ist es für mich alles ein bisschen so Sache momentan. Danke auf jeden Fall für die ganzen Likes, Leute. Vielen Dank für eure Unterstützung, saugeil. Eigentlich wäre ich jetzt auch nicht in der Lage gewesen zu streamen, weil ich jetzt eigentlich auch schon nebenbei am was machen bin. Oder wäre. Aber Katastrophe gerade. Meine E-Mails checken von meinem Channel. Auf jeden Fall finde ich cool, dass der Dragon Monday dann doch recht gut angekommen ist. Ich meine, im Vergleich, ich habe eigentlich schon damit gedacht, dass er um die gleichen Aufrufe hat wie der Ach Scheiß drauf. Aber, also wie das Video heißt, so. Für die, die es nicht wissen. Aber anscheinend leider nicht. Aber trotzdem freut mich, dass es euch so gut gefallen hat. Moin Rana, was hältst du wahrscheinlich? Hältst du das noch aus in der Hitze? Hab hier 30 Grad im Büro. Antwort genug. Außerdem habe ich Fenster hier offen, das Fenster da offen, die Tür ist offen, die Tür ist offen. Im Badezimmer ist das Fenster offen, in der Küche ist das Fenster offen, die Haustür ist offen und im Schlafzimmer ist das Fenster offen. Ich finde es sehr angenehm im Moment. Wenn ich jetzt nicht am Rumrennen bin, wenn ich jetzt durchs Haus renne und so, dann ist mir auch zu warm. Aber hier im Zimmer geht's. Außerdem, ich bin ja zu Hause, ich arbeite ja von zu Hause aus. Wenn es mir zu warm wird, dann mache ich einfach, dann gehe ich einfach mal kurz in die Dusche und mache mir meine Haare nass. Und in der Zeit, wo die Haare dann trocknen, wird es mir auch recht angenehm. Warum hast du denn die Kommentarfunktion auf deinem Hauptkanal ausgeschalten? Hauptsächlich, weil es mir auf die Nerven gegangen ist. Und ich den Hatern noch weniger Fläche bieten wollte. Momentan ist es ja sowieso so, dass das alles eigentlich zurückgeht. Weil es halt einfach, es gibt halt nicht mehr viel Fläche. Ja? Auf YouTube, auf YouNow gehe ich kaum noch drauf ein. Nur selten mal und das auch nur ab und zu mal. Und ich versuche das auch weiterhin zu reduzieren. Aaron K., Dankeschön fürs Abonnieren und willkommen bei den Drachis. Auf dem Hauptkanal gehe ich nicht mehr drauf ein. Auf dem Gaming-Kanal bin ich noch nie groß drauf eingegangen. Ab und zu mal so in ein paar einzelnen Videos. Aber da ist der Großteil des Videos, der geht in erster Linie ums Gaming. Und ja, deswegen habe ich versucht, einfach den Hater noch mehr Möglichkeiten zu nehmen, misszubauen. So, ja, gut, dann geht's, hier ist's, windstill, da bringt noch nichts. Das ist das Geile, ja, dieses Zimmer hier steht perfekt, ja, dieses Zimmer ist perfekt, der Wind kommt immer aus dieser Richtung, und da ist genau, wenn das Fenster offen ist, da kommt immer aus dieser Richtung hier, ja, so, wo ist meine Hand, so aus der Richtung, so aus der Ecke quasi, und wenn das Fenster offen ist, bläst der Wind genau gegen das Fenster und dann kommt er direkt auf mich. Ja, ist richtig geil, weil es hat so eine richtig schöne Richtung gegen mich. Und das Badezimmer ist genauso vom Ding her. Und da hinten geht der Wind dann natürlich raus, weil dann entsteht ein Zug. Ist jetzt mit dem Greenscreen ein bisschen blöd, weil der Greenscreen ziemlich weit rüber geht. Ja, der geht bis zum Ende vom Schreibtisch. Deswegen ist es ein bisschen ungünstig. Ohne den
Greenscreen. Besser würde es nicht gehen. Ich habe schon überlegt, ich werde mir irgendwas zulegen, ob ich da irgendwas hoch mache, also an die Decke, wo ich den Greenscreen aufrollen und einhängen kann. Dass ich, wenn ich den nicht brauche, dass ich ihn oben einhänge, dass er quasi oben so eine Rolle Greenscreen oben ist quasi. Ich war vorhin bei dir an der Bude. Das bezweifle ich sehr. Und wenn du jetzt hier Stress machen willst, ich warne dich einmal und fliegst du raus. Ich habe an so einem Scheiß kein Interesse. Wenn du bei mir wirklich warst, dann kannst du gleich dich darauf gefasst machen, dass du fliegst. Ich will meine Ruhe. Privatleben heißt so, weil es privat ist. Und ich habe den ganzen Tag versucht zu arbeiten. Und ständig irgendwelche Idioten da vor der Tür, das packe ich nicht. Außerdem wollt ihr auch immer die Videos haben und dann beschwert ihr euch, wenn nichts kommt. Und dann fragt ihr euch, warum. So. Hallo, bin neu hier, hab dich abonniert für 5 Euro, bekomme da... bekommst du oder Juno die Kohle? Hoffentlich du. Ich bekomme die Kohle, ja. Also nicht alles, natürlich, klar, aber ich bekomme auch eine Kohle davon. Auf jeden Fall, ich glaube, ich kriege 2/3, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall kriege ich auch Geld davon, ja. Ich bin ja Partner. Du, wenn du mich abonnierst, kriegst du die Klick. Auch vorbeilaufen. Ich möchte meine Ruhe haben, Leute. Ich verstehe das auch nicht. Wo war ich jetzt? Wenn ihr mich abonniert, klar, abonnieren kannst du nur kostenpflichtig und da kriegt natürlich der User, der abonniert wird, auch Geld. Das ist überall so eigentlich. Sven, dankeschön für die 50 Likes. Wenn du irgendwo kostenpflichtig abonnierst, kriegt im Normalfall der Streamer oder der User im Normalfall immer was ab von der Kohle. Chris, dankeschön. Auch diese ganzen Barren kriege ich auch immer ein bisschen Kohle ab, auch immer ab davon. Deswegen freut es mich immer umso mehr, wenn die Leute mich abonnieren und mich unterstützen. So, Sandro, dankeschön für 500 Barren. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Sau cool. So, und danke für die 50 Likes nochmal hinterher. Ich habe ja... ja. So, 50 Barren. Rainer, bleib ruhig, einfach nicht drauf eingehen. Ja, ich versuch's. Einfach ist immer gut gesagt. So, Niklas, dankeschön für die 50 Likes. Danke, Chris, für die 100 Barren. Ich muss mich heute auch noch an ein Video setzen. Nochmal 100. Alter, hau hier nicht so viel raus, du Wahnsinniger. Dankeschön. Ich muss heute auch noch drauf achten, ob... ich muss jetzt einmal gucken. Morgen oder spätestens am Donnerstag will ich ja einen Drachenlord bringen. Also das Video Drachenlord. Jetzt muss ich nur überlegen, ob ich das mache oder nicht. Ob ich es jetzt morgen schon bringe oder nicht. Ich weiß noch nicht, wann ich damit anfange. Wenn ich angefangen habe, will ich versuchen, jede Woche einen zu bringen. Deswegen überlege ich jetzt, ob ich das schon diese Woche oder erst nächste oder die Woche drauf dann mache. Also in 2-3 Wochen erst mache. Interessant. So. Hat man das Lied jetzt gerade schon? Oh, Crematory, Tears of Time, geiles Lied. Niklas, dankeschön für 500 Barren. Ey, ihr seid ja wahnsinnig, ey, heute wieder voraus heute. Was sind Barren? Barren ist im Prinzip das da, es sind Barren. Das ist Kohle, die ihr mir donaten könnt. Das ist im Prinzip wie auf YouTube oder auf Twitch oder so, wo ihr Geld spenden könnt, nur dass es halt hier Barren heißt und die du aufladen musst. Du musst einen bestimmten Betrag aufladen und dafür kannst du dann Barren an Leute weitergeben. Wie willst du das denn mit dem deaktivierten Kommentaren machen, mit dem Format Drachenlord? Naja, unter dem Format, also im Moment ist es natürlich so, unter dem Dragon Monday sind die ersten Kommentare. Nicht unter jedem Dragon Monday werden die Kommentare aktiviert sein, aber unter dem Drachenlord sind die Kommentare aktiviert. Und auf diese Kommentare will ich mich spezifisch beziehen, für die erste Folge. Und für die darauffolgenden Folgen will ich die Kommentare aus den jeweilig vorherigen Folgen nehmen. Das heißt im Klartext. Erste Folge Drachenlord sind die Kommentare aus dem Video dran. Ersten Kommentare für das Drachenlord werden, also in der ersten Folge, werden die Kommentare aus dem Dragon Monday sein. So. Und die Folge drauf sind quasi die Kommentare aus dem vorherigen Dragon Monday. Aus dem vorherigen Drachenlord-Format.
aber ich glaube nicht, dass das Format tatsächlich wieder Drachen Lord heißen wird. Ich bin ja überlegen, ob ich es anders nenne. Ich habe auch schon vor längerer Zeit überlegt, das wieder anzufangen. Luan, danke schön für die 500 Gramm und vielen Dank für deine Unterstützung. Ich habe auch schon tatsächlich längere Zeit überlegt, das wieder anzufangen. Schon Anfang des Jahres und auch Ende des letzten Jahres. Ich war schon letztes Jahr im Herbst der Treppe draußen gesessen und habe nach einem Namen gesucht für ein Format. Hey ho, Drache, servus. Und für die 50 Likes. Ich war schon letztes Jahr im Herbst auf der Treppe draußen gesessen vor meinem Haus. Und das ist Rauch, aber so ganz gerne chillt ein bisschen. Und da habe ich festgestellt, dass der Dragon Monday dass ich das Format gerne wieder machen würde, aber eben mit einem anderen Namen. Nicht mit dem Format Drachenlore. Ja, und da habe ich zumindest dann mit einem Namen gesucht und ich habe auch einen Namen drin. Ich habe auch überlegt, dass das wieder ein bisschen mehr Metal bzw. mal wieder ein bisschen Fliege gewesen. Wieder ein bisschen mehr in Richtung Metal oder ein bisschen mehr in das Okkultische setzen möchte. Auch was den Namen geht. Es rauscht. Rauscht es jetzt immer noch? Nein, ist wieder weg. Ist wieder gut. Es ist dieses beknackte Kabel. Weil das Kabel manchmal so kurz ist mit dem blöden Ständer. Ich muss da immer schauen, dass es hier so eine kleine Wölbung hat. Sonst ist immer dieses blöde Kabel. Das hatten wir schon einmal vor einiger Zeit. Nervig ohne Ende. Naja, es hilft ja nichts. Was cool wäre ein Mikroständer, wo man das Mikro reinstecken muss und da ist ein Anschluss direkt im Ständer, das wäre geil, wo das Kabel im Ständer selber ist. Aber es wird wahrscheinlich erstens sau teuer sein, zweitens, wenn es sowas überhaupt gibt, auch nicht ganz so praktisch. Weil das Kabel kaputt den ganzen Ständer bekommt. Und in dem Fall das Kabel einziehen, würden wir auch vergessen. So, Chris, danke für die 50 Likes. Okay, da ist es wieder. Rauscht schon wieder. Ist es besser? Dieses blöde Mikro. Ich behalte mal ein wenig meinen Pegel im Blick. Was ich momentan am Überlegen bin, ne? Hier, das ist mein Subwoofer für meine Anlage. Das Dumme ist nur, dass meine Anlage, meine nicht Endstufe, sondern wie heißt's? Also Endstufe ist es ja im Auto. Das wollte ich schon Kompressor sagen. Auf jeden Fall ist es im Eimer schon seit Jahren. Das regt mich richtig hart auf. Ich würde am liebsten eine schöne neue Anlage hier aufbauen. Das Geile ist, Boxen und alles hätte ich da. Voll ärgerlich. Liegt es wirklich am Kabel? Das Bild ist dann auch nicht. Ist auch echt ruckelig. Echt? Danke für die 500. Danke für die 100 Baden, Chris. Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ich kann es mal überprüfen.
Das ist merkwürdig. Sandro, danke schön fürs Abonnieren und willkommen bei den Drachis. Ich komme nicht zurück am Park, nee. Weil wir schlechten Empfang haben. Moin Drache, servus. Okay, ich glaube, eine Verbindung gerade, das spinnt schon wieder um. Mal einen neuen Router zu legen, glaube ich. Ja, es leckt leider. Kann ja gar nichts machen dagegen. Aber ich glaube, ich habe schon länger die Vermutung, dass mein Router einfach eine Macke hat. Gut Leute, ich muss noch mal kurz den Stream beenden. Ciao, ciao. Ich schau mal, ob ich heute Abend noch mal streamen kann. Es tut mir leid, ich muss jetzt erstmal mich um meinen Ruder kümmern, weil irgendwie spinnt er gerade rum wie sonst was. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall mal und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Haut rein, euer Drache, bis dahin und